Diagnose wird Ihnen präsentiert vom Bethesda-Spital. Die Gebärmutter müssen zu entfernen, ist für manche Frau sicher keine einfache Entscheidung. Und trotzdem muss es einmal sein, um die eigene Gesundheit nicht noch mehr zu gefährden. Wir begrüßen später im Talk recht herzlich den Chefarzt Gynäkologie vom Bethesda-Spital, Hans-Jörg Humer, und seine Patientin Elika Gordisco, die vor 3 Monaten ihre Gebärmutter entfernen lassen. Zuerst schauen wir aber nochmals zurück auf unsere letzte Sendung und stellen Ihnen die neue schonendere Operationstechnik vor. Durch die kleinen Schnitte treten weniger Komplikationen auf. Das Infektionsrisiko nimmt ab und auch der Blutverlust ist deutlich weniger. Darum erholt sich insgesamt die Patientin heute schneller nach so einem Eingriff. Die Gebärmutter ist relativ frei in der Bauchhöhle drinnen, aber sie ist in Verbindung mit gewissen anderen Organsystemen, unter anderem auch mit der Blase, die mit der Gebärmutter in Verbindung steht. Hinter der Gebärmutter zieht der Darm relativ nahe vorbei und seitlich ziehen die Harnleiter relativ nahe an der Gebärmutter vorbei zur Harnblase. Und das sind Strukturen, die man unbedingt schonen muss. Symptome bei einer Erkrankung an der Gebärmutter äußern sich häufig über die Menstruationsbeschwerden. Verändern sich die, wird auf jeden Fall eine Abklärung beim Frauenarzt empfohlen. Wann wird eine Gebärmutter entfernt? Wann ist es von Vorteil und wann nicht? Also es gibt gewisse Erkrankungen, wo man nicht umhinkommt, die Gebärmutter zu entfernen. Das sind vor allem bösartige Erkrankungen an der Gebärmutter, um Krebserkrankungen der Gebärmutterschleimhaut oder auch des Gebärmutterhalses. Da gibt es grundsätzlich keine Diskussion darüber, dass die Gebärmutter entfernt werden muss. Allerdings auch hier gibt es mittlerweile schon Einschränkungen, dass bei Frauen mit Kinderwunsch, wenn es sich um eine Erkrankung des Gebärmutterhalses handelt, gibt es auch schon Techniken, den Gebärmutterkörper und damit die Fertilität auch zu erhalten. Wenn eine Gebärmuttererkrankung besteht, die jetzt nicht unmittelbar was Bösartiges ist, aber für die Frau sehr starke Beschwerden verursacht und andere Therapiemethoden versagt haben, dann kann auch eine gutartige Erkrankung einmal dazu führen, dass man sich dazu entscheidet oder dass man der Frau raten muss, dass die Gebärmutter entfernt werden muss. Häufig können gutartige Myom, Zysten oder Polypen Beschwerden machen. Die wachsen zwar im Körper, dienen sich aber im Gegensatz zu bösartigen Krebstumoren nicht weiter ausbreiten. Wir operieren jetzt eine Patientin, die hat ein relativ großes Gewächs an der Gebärmutter, was vom Ultraschall her ausschaut wie ein Myom. Myome sind an sich gutartige Gewächse, aber es stört die Patientin, weil es durch die Größe Beschwerden verursacht. Der Wunsch der Patientin ist, ihre Gebärmutter zu erhalten. Deshalb werden wir nur das Myom entfernen. Hatte sie ihren Anderstock geraten? Ist eine Patientin, die keinen Kinderwunsch mehr hat. Sie ist perimenopausal. Sie hat noch mehrere kleine Myomknospen in der Gebärmutter. Insofern muss man immer eine Gebärmutterentfernung in so einem Fall auch diskutieren. Das haben wir gemacht, aber der Wunsch der Patientin ist, dass nur das Myom entfernt wird. Und das, ich denke schon, dass wir damit ihre Beschwerden auch lösen können. Myome haben ja die Eigenschaft, dass sie solide Strukturen sind. Das heißt, die sind relativ hart, bestehen aus Muskelfasern und sind sehr derbe Tumoren. Das heißt, man kriegt sie, wir machen jetzt ja kleine Schnitte, bei den kleinen Schnitten nicht raus. Das heißt, man muss irgendeine Möglichkeit haben, sie zu zerkleinern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir machen es, planen es jetzt in dem Fall so, dass wir das Myom, wenn es entfernt ist, in einen Sack platzieren und in diesem Sack, in einem geschlossenen System dann zerkleinern. Dann kriegen wir es über einen kleinen Einschnitt raus, wenn dann nur noch kleine Stücke drinnen sind. Mit einer kleinen Kanüle dringt der Chirurg in den Bauchraum. Nach der Punktion wird medizinisches Gas zum Schutz der weiteren Organe und für eine bessere Sicht für den Operateur in die Bauchhöhle eingeleitet. Die Kanüle wird durch eine Metallhülse mit einem grösseren Durchmesser ersetzt. So kann der Chirurg das Instrument in den Bauchraum einführen. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn man die Kamera drinnen hat, macht man alles unter Sicht. Der heikelste Punkt, wenn man so will, ist das Einbringen der Kamera. Also hier sieht man die Gebärmutter, die eigentlich eine relativ normale Struktur hat. Und hier von der Gebärmutter abgehend sieht man das Myom.
Ist das eher ein grosses? Das ist eher groß. Das ist eigentlich, wenn man sich so anschaut, fast gleich groß wie die Gebärmutter. Aber es ist hier gestielt. Ich denke, wir können das hier sehr gut absetzen. Damit Zellen vom Myom, die jetzt verkleinert werden, nicht im Bauch verteilt werden, führt der Chirurg einen Sack ein. Die Myome werden in diesem Sack verkleinert und mit einem Instrument entfernt. Jetzt kann man ein bisschen Antitrendelenburg bitte. Die Entfernung von einer Gebärmutter passiert bei Frauen, die schon geboren haben, vaginal. Wenn die Gebärmutter aber zu gross ist, wird sie nach gleicher Methode verkleinert und rausgenommen. Herzlich willkommen zurück zum Diagnose-Talk. Frau Gordisco, wenn Sie die Bilder sehen, die wir gerade gesehen haben miteinander, was geht Ihnen da durch den Kopf? Dass ich sehr froh bin, dass man es mit dieser Methode machen konnte und nicht mit dem Bauchschnitt, weil die Erholung mit dieser Methode wahrscheinlich auch viel schneller vor sich geht. Ihr Myom war so gross wie ein Babykopf. Das, was wir gesehen haben, war 7 cm. Also ihr war viel grösser. Haben Sie da gespürt, wie da etwas irgendwie in Ihrem Körper anwächst? Oder was haben Sie für Symptome gehabt? Schmerzen hatte ich nicht. Ich hatte starke Blutungen. Und ich hatte immer das Gefühl, es ist wie ein Fußball, ein kleiner Fußball in meinem Bauch. Und vor allem nachts beim Liegen hat es gedruckt und hat mich gestört beim Schlafen. Herr Huemer, im Film haben Sie gesagt, dass die Veränderung von Menstruationsbeschwerden ein möglicher Hinweis könnte sein auf eine Gebärmuttererkrankung. Können Sie das noch ein bisschen konkreter beschreiben, Symptome? Also das Hauptsymptom ist eben die entweder verstärkte Blutung oder auch Blutung verbunden mit Schmerzen, was uns Hinweis gibt, dass eine Gebärmuttererkrankung vorliegt. Und dann gibt es Gebärmuttererkrankungen, die typischerweise etwas vor der Menstruation schon Beschwerden machen, und Gebärmuttererkrankungen, die hauptsächlich bei der Menstruation selber die Beschwerden verursachen. Wie groß sind die Heilungschancen bei einer Gebärmuttererkrankung, wenn man es rechtzeitig erkennt? Also im Regelfall sind es ja gutartige Erkrankungen und damit eine Heilungschance mit 100% anzunehmen. Halt abhängig von den Therapien. Es gibt eine Vielzahl auch konservativer Therapien, auch ohne Operation. Auch da haben wir sehr, sehr gute Erfolge, die jetzt nicht unbedingt immer eine Heilung bedingen, aber eine deutliche Besserung der Symptome mit sich bringen. Und manchmal ist die Operation dann notwendig, die dann zu einer absoluten Behebung des Problems führt. Eine Zuschauerin möchte wissen, ob Gebärmuttererkrankungen, ob's mehr vorkommt bei einer Frau, die mehrmals geboren hat. Kann man das so sagen? Also grundsätzlich eine Gebärmuttererkrankung in dem Sinn nicht. Was wir schon wissen, ist, dass gewisse Senkungszustände, also auch eine Senkung der Gebärmutter, häufiger auftritt bei Frauen, die mehrere Kinder geboren haben. Bei der Frau Gordisco haben Sie die Gebärmutter auch komplett entfernen. Warum? Weil Frau Gordisco durch die Größe der Gebärmutter massive Beschwerden hatte. Frau Gordisco, fühlt sich das anders an, jetzt rein psychologisch, wenn Sie keine Gebärmutter mehr haben? Fehlt da irgendetwas? Ist da etwas verloren gegangen? Nein, eigentlich nicht, weil ich war so froh gewesen, dass man das dann machen konnte, weil mich das so gestört hat, dass ich jetzt sehr zufrieden bin mit meinem Zustand. Wir sind heute 3 Monate später. Wie geht es Ihnen? Es geht mir sehr gut. Keine Schmerzen? Nein, ich habe keine Beschwerden mehr und es fühlt sich auch nicht an, als würde mir da etwas fehlen. Wann haben Sie wieder arbeiten können? Ich konnte nach 5 Wochen wieder arbeiten und habe eine sitzende Tätigkeit und das ist eigentlich sehr gut gegangen. Herr Huemer, ist das so die normale Zeit, wo sich eine Frau in dieser Zeit erholen, 5 Wochen, oder geht es manchmal auch länger? Manchmal geht es natürlich länger. Es gibt auch Phasen, also Situationen, wo es noch rascher geht. Insgesamt hat sich sicher in der Chirurgie viel getan in den letzten Jahren, weil man schaut, dass man auch nach der Operation möglichst rasch wieder auch das Bett verlässt und möglichst rasch wieder auch einen Ernährungsaufbau macht.
Aber natürlich haben auch die minimal invasiven Methoden ihren Teil dazu beigetragen, dass man nach der Operation rascher wieder fit wird. Können Sie das erklären? Warum dank dieser neuen Operationstechnik? Weil es bei den Operationstechniken immer darum geht, wie sind die Schnitte. Das ist nicht nur bei den Bauchorganen so, das kennen wir ja auch aus der Traumatologie, wo man mit der Arthroskopie versucht, möglichst kleine Schnitte zu machen, weil kleinere Wunden natürlich bedingen, dass man sich rascher wieder von der Operation auch erholt. Was für Vorteile gibt es sonst noch? Vielleicht auch für Sie als Operateur? Der Vorteil der Kameratechnik oder der Laparoskopie ist, dass man teilweise an Strukturen, die auch tiefer im kleinen Becken liegen, sehr nahe hinkommt. Man hat mit der Kamera immer eine Vergrößerung, man hat Instrumente, die sehr fein sind und damit sozusagen kann man auch teilweise feiner operieren, was jetzt bei der Gebärmutterentfernung nicht unbedingt so eine Rolle spielt, aber bei gewissen Erkrankungen durchaus einen Vorteil auch noch für den Chirurgen, einen zusätzlichen Vorteil gegenüber der offenen Technik bringen kann. Da haben wir gar keine Angst mehr, Frau Gordisco. Ist es Ihnen auch so gegangen? Ja, also wenn man etwas machen muss und ich habe mich in guten Händen gefühlt, habe ich nicht Angst davor gehabt. Herr Rümer, was raten Sie den Frauen, die jetzt zuschauen? Gibt es einen Präventionstipp von Ihnen? Ein Präventionstipp im Hinblick auf Gebärmuttererkrankungen in dem Sinn nicht, aber ich rate allen Frauen, dass wenn sie Beschwerden haben, dass man das nicht auf die lange Bank schiebt, sondern das mit dem Gynäkologen bespricht, weil man dann bei der Mehrzahl der Erkrankung, wenn man sehr frühzeitig ist, auch ohne Operation sehr gute Behandlungsmöglichkeiten hat. Merci vielmals für die Ausführungen, Herr Rümer. Danke vielmals, Frau Gordisco, dass Sie hier ins Bethesda-Spital gekommen sind und uns Auskunft gegeben haben über Ihre Operation. Ihnen daheim, merci vielmals fürs Zuschauen. Uns gibt es am 16. Mai wieder, dann aus dem Clara-Spital, zum Thema Speiseröhrenkrebs. Bleiben Sie gesund und haben Sie eine gute Zeit. Bis bald. Auf Wiedersehen. Die Diagnose ist Ihnen präsentiert worden vom Bethesda-Spital.